Tag 1 nach dem Großbrand in Villmar. Bis weit in die Nacht hinein haben die Löscharbeiten angedauert. Heute ist das Ausmaß des Schadens erkennbar. Der Bühnenbereich der König-Konrad-Halle liegt in Schutt und Asche. Wasser tropft von den Decken und bildet große Pfützen auf dem Parkettboden. Bürgermeister Matthias Rupröder kam erst in den frühen Morgenstunden zur Ruhe und verschafft sich jetzt einen Überblick über den Brandschaden. Kurz nach 5 war noch nichts, da bin ich auch selbst noch hier vorbeigefahren. Also um den Zeitraum zwischen kurz nach 5 und 20 nach 5 ist dann hier das Feuer ausgebrochen. Was die Brandursache ist, ist derzeit noch unklar. Hier sind wir noch inmitten der Ermittlungen. Wir ermitteln in alle Richtungen. Es wird aber jetzt die nächsten Tage zeigen, was dann letztendlich die Brandursache war. Aber wie gesagt, das muss noch alles ermittelt werden. Im Hintergrund sieht man, dass Teile der Decke von der Bühne runtergekommen sind. Das Dach oberhalb der Bühne ist auch weitestgehend beschädigt. Aber auch das Stuhllager und auch der Aufenthaltsraum vom Blasorchester neben dem Stuhllager sind beschädigt. Hauptsächlich auch das Dach. Das ist eigentlich komplett in dem Bereich zerstört. Und ja, der Fußboden in der Halle, der hat es aufgrund der Löcharbeiten auch abbekommen, durch das Wasser, was sich natürlich hier angesammelt hat. Also die Vereine, die hatten hier Sachen untergebracht, das Blasorchester unter anderem Instrumente und Noten, aber auch ein Klavier, ein Flügel standen hier. Die Sachen sind zum größten Teil nicht geschädigt, das ist schon mal sehr gut. Wir konnten gestern Abend noch alle Noten vom Orchester retten, hier muss man nochmal zusehen, was am Ende noch verwendet werden kann, aber das meiste konnte gerettet werden, auch die Instrumente konnten überwiegend gerettet werden, aber auch die Sachen vom Quartettverein von der Teutonia oder auch von der Garde, die waren in keinster Weise betroffen, die sind bestenfalls ein bisschen feucht geworden, aber da haben die Vereine tatsächlich nochmal Glück gehabt, hier wurde zum großen Teil alles gerettet. Der kleine Saal ist zwar vom eigentlichen Feuer verschont geblieben, aber das Löschwasser bedeckte auch hier den Boden und bahnt sich heute noch den Weg durch die Decke. Der kleine Saal, der ist nur durchs Wasser in Mitleidenschaft gezogen worden, gerade der Boden, aber auch die Decke. Hier müssen wir nochmal gucken, wie groß der Schaden ist. Eventuell können wir hier vielleicht eine Option nochmal für die Vereine finden, dass zumindest hier der Probenbetrieb stattfinden kann. Aber das wird die nächsten Tage erst hervorbringen, ob das möglich ist oder nicht. Das können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Abgesehen von der starken Belästigung des Brandgeruchs ist das Restaurant Klickermill mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, also die Klickermill, also die Gaststätte an sich, die ist verschont geblieben. Natürlich riecht es auch da nach Rauch, aber Strom, Wasser ist alles da. Also die ist voll funktionsfähig. Müssen wir abwarten, wenn sich der Rauch dann halt eben auch verzogen hat. Dann hoffe ich, dass wir hier den Betrieb wieder aufnehmen können und hoffe natürlich dann, dass das mit dem Sommer dann hier auch zumindest mal ein halbwegs normaler Betriebsablauf stattfinden kann. So kann es nur ein schwacher Trost sein, dass man aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit keine Veranstaltungen oder Zusammenkünfte durchführen darf. Der Schaden wird sicherlich weit über die Corona-Einschränkungen hinaus Villmar beschäftigen. Was genau, wie die Aufbauarbeiten dann später vonstatten gehen, das müssen wir dann auch noch mal sehen, mit dem Architekten besprechen, mit dem Statiker besprechen. Also hier sind wir noch ganz am Anfang und das wird auch noch ein paar Tage dauern, bis wir hier klare Ergebnisse vorbringen können. Wir müssen hier mal zusehen, was wir mit unseren Vereinen machen nach der Corona-Krise. Die müssen ja auch einen Platz finden, wo sie proben können, wo sie kleinere Veranstaltungen dann oder auch größere Veranstaltungen abhalten können. Bieten sich natürlich zum einen die anderen Bürgerhäuser an in unseren Ortsteilen, aber auch kann man mal hier vor Ort schauen, zumindest mal für den Probenbetrieb, dass wir hier Unterbringungsmöglichkeiten finden.